Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu meinem Civ 6 Sparta. Ich bin euer lieber Odo und wir machen weiter in unserem Kampf gegen die ja, stimmt, ja, jetzt 4-6 Verbreitungen neben. Ja, das ist ja cool. Das ist sehr praktisch. Gut. Schauen wir mal, da gibt es auch noch Gebiete, die wir nicht erforscht haben vorhin, weil unser Schiff in Richtung Süden gefahren ist, als wir es gebaut haben. Je mehr sich die Wissenschaft in die Kriegsführung einmischt, desto mehr wächst der Bedarf an Technikern in den Feldarmeen. Im letzten Krieg gab es niemals genug Pioniere. Tja, das mag schon sein, aber wenn man über einen Fluss drüber will, reicht es halt nicht, wenn man einfach nur Kanonen dabei hat. So, da forschen wir nicht weiter. Gut. Wenn ich das mache, kriege ich dann noch die Produktion. Na gut, daher schicken wir dich da mal rüber. Oh, wir haben Salpeter gefunden. Ich finde das super. Wo ist der Salpeter? Irgendwie ist es gut versteckt. Genau in der Mitte da. Okay, warte mal. Wir haben es schon irgendwo. Bauen wir es schon ab, weil wir haben schon eines. Keine Ahnung wo. Naja, wurscht. So. Gehen wir mal daher. Und kümmern wir uns mal um den hier. Weiter. Keine weiteren Inseln zum Erforschen. Schade eigentlich. Wir machen Kartografie einfach, damit wir über den offenen Ozean segeln können. Hey, wir produzieren jetzt richtig gut Geld. Das heißt, wir können in einzelnen Gebieten, in einzelnen langsamen Städten Gebäude und so Sachen kaufen.
eine Quest für den Stadtstaat Toronto abgeschlossen und einen Gesandten erhalten. Finde ich gut. Ich weiß nicht genau, was wir gemacht haben, aber wir sind mit 6 Gesandte dort. Finde ich gut. Offensichtlich haben wir irgendwas abgeschlossen. So, machen wir das. Tja. Wollen wir versuchen, Kairo zu bekehren? Puh. Das wird ihn nicht glücklich machen, da bin ich mir sicher. So, eure tapfere Ritter hat einen Feind besiegt. Lernen wir aus diesem Sieg und studieren wir das Militärwesen genauer. Okay. Gut, wir haben einen Heureka gekriegt. Da kann nicht weiterfahren, gell? Hier zum Beispiel könnten wir sowas machen für die Werkstätte. Du brauchst mal auch einen Handwerker. Ah, wir haben ein Dings, ein Industriegebiet gebaut, wahrscheinlich deshalb. Speicher, wie viel kostet denn die Werkstatt? 780. Vielleicht kaufen wir dann den Kornspeicher und produzieren dafür. Was? Nein. Ah, Mist. Pergamon, was machen wir da? Handelszentrum? Nö. Akropolis. Hm. Handwerker. Wo könnte man die Akropolis hinbauen? Daher, gell? Zwei und eins und zwei sogar. Hm. Ein zweiter Campus wäre vielleicht auch nicht schlecht. Zum Beispiel, wenn ich zwei Dschungelfelder angrenzend. Ich frage mich gerade, ob uns das Ding bringt uns sicher nicht die Produktion ein, wenn wir das da hier bauen. Sehr ärgerlich. Bauen wir es nicht daher oder bauen wir es daher? Bauen wir Stadtmauer? Nein. Der zweite Campus wäre auf jeden Fall gescheit. Hm. Naja, wurscht. So, dann bauen wir da eine Werkstatt. Runde. Ja, ausgezeichnet, der wird auch gleich fertig. Wir wissen natürlich, ein Bankwesen hat einen Fortschritt gemacht. Okay.
Aber Gilden erreicht haben. Jedermann sollte dafür sorgen, dass sein Sohn ein nützliches Handwerk oder einen Beruf erlernt, damit er in diesen unsicheren Zeiten etwas hat, worauf er sich verlassen kann. Mhm. Ja, da haben wir schon gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt das, was wir brauchen, aber wir haben ja schon den Dings, den Handwerker gebaut, das heißt, das können wir wegwerfen. Und wir nehmen als nächstes Weltwunder vielleicht bauen. Gold durch Handelswege, Weltwunder. Ich bin mir nicht sicher, ob der Koloss. Ah ja, oh ja, Hagia Sophia fällt da rein. Zwetschgenröster. Was machen wir mit dir? Könntest du das ausbauen? Oder du könntest darüber gehen. Da gibt es noch Krebse. Wir können noch einen Apostel bauen. Aber damit warten wir jetzt mal. So, du gehst mal daher. Vielleicht wäre eine Theokratie tatsächlich sogar die bessere Sache. Was kann das? Heiligen Krieg erklären? Befreiungskrieg erklären? Rückeroberungskrieg erklären? Protektoratskrieg erklären? Okay. Oh, und Spioneinheiten. Vielleicht hätten wir den diplomatischen, Dienst. Habt eine Allianz mit einer anderen Zivilisation. Puh. Naja, schauen wir mal. Vielleicht können wir das ja mit dem Roosevelt, der mag uns eh. Verkünden wir mal seine Freundschaft. Das Angebot kann ich nicht ablehnen. Finde ich gut. Was hältst du von einer Allianz? Das schaut ja gut aus. Was hältst du davon, wenn wir das und das noch tauschen? Okay. Oh. Ist eine Ehre, euch kennenzulernen. Wir würden uns freuen, eure Gastfreundschaft in Anspruch zu nehmen. Ah, ich bin der finstere Herr von Tenochtitlan. Der Tlatoani. Wer tritt vor mich? Krieger oder Feigling? Ja.
Es ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen. Ich lade euch ein, unsere nahegelegene Stadt zu besuchen und eure Malditzli-Kunste unter Beweis zu stellen. Okay. Und Japan. Ojo Tokimune. Es ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen. Es wäre mir eine Ehre, wenn ihr in unsere nahegelegene Stadt mit mir zusammen das Obon feiert. Ihr mögt doch Quallensalat, oder? Natürlich, wir lieben Quallensalat. Oh, wir haben eine Naturwunde entdeckt. Heißt das, wir kriegen einen Edikt? Finde ich gut. Ha, wir haben tatsächlich ein Relikt gekriegt. Nur weil wir diese Stadt entdeckt haben. Die Nirgendausrichtung diplomatischer Dienst und ja, okay. Gut, wir haben den Kessel von Gundestrup. Yes. Wir haben hier den Kessel von Gundestrup. Wir haben zwei Bücher von Don Quixote, also Don Quixote und noch irgendwas von dem Herrn Cervantes. Ausgezeichnet. Und wir haben sechs neue Stadtstaaten kennengelernt. Der Stadtstaat Sansibar hat euch eine neue Quest gegeben. Religiöse Bekehrung. Mit Jerewan. Jerusalem ebenfalls. Brüssel hätte gern was? Armbrustschützen? Ich habe Armbrustschützen. Okay. Valletta will, dass wir einen Ritter ausbilden. Und einen großen Händler. All diese Leute haben wir jetzt kennengelernt. Das heißt, wir werden, wenn wir die Reformkirche haben, wieder den diplomatischen Dienst ein wenig ändern. Na dann, fangen wir doch glatt mal an, für diese Leute Sachen zu bauen. Ritter, bauen wir einen Ritter als erstes oder einen Armbrustschützen? Ritter ist schneller, bauen wir einen Ritter zuerst. Obwohl der Armbrustschütze wahrscheinlich hilfreicher wäre da oben. Weißt du was, den Armbrustschützen kaufen wir uns, wenn geht da. Wenn geht heißt 720 Gold, bist du deppert. Na schau dir was an. Jetzt brauchen wir dann nicht einmal mehr irgendwas erforschen. Ein bisschen größer als bei uns, aber um ehrlich zu sein, gar nicht so viel größer. Und da sind drei von diesen Dingern. So, Sansibar weiß ich nicht, was die wollen, das habe ich nicht geschafft, euer Armbrustschütze. Was habe ich dann nicht? Brüssel? Will den Ritter? Nein! Es wollen zwei einen Armbrustschützen. Na, ein Grund mehr, einen Armbrustschützen auszubilden. Dann, mein Freund, hast du Pech gehabt. Zwei wollen einen Armbrustschützen und nur einer will einen Ritter. In fünf Runden ist das auch besser, weil in fünf Runden habe ich das umgestellt, sodass wir zwei kriegen bei denen. Mhm. So machen wir das. Schön euch zu sehen, meine diplomatische Delegation sollte euch, ja, eure Delegation ist uns willkommen. Auf Wiedersehen. So. Okay.
Vielleicht sollten wir uns die drei auch noch anschauen und schauen, was sie so können. Und Delegationen schicken vielleicht. So, Herr Hojo. Ich schicke dir noch eine Delegation. Freundlich. Okay. Mag militärisch starke Zivilisationen Glaubens- und Kulturproduktion haben. Oh, klar, da mag er mich natürlich. Okay, gut. Du, was magst du? Mag Zivilisationen, die über die gleichen Luxusgüter verfügen wie er und versucht alle verfügbaren Luxusgüter zu sammeln. Mag keine Zivilisationen, die über ein neues Luxusgut verfügen, das er noch nicht gesammelt hat. Okay. Eine interessante Sache das. So. Und er mag mich. Verbündet mit einem Freund. Freundschaft mit einem Freund. Wir haben in einer Delegation plus ein erster Eindruck. Unterschiedliche Regierungsformen. Na gut, soll sein. Verkünden wir mal eine Freundschaft. Lasst uns unsere Freundschaft feiern. Naja, gut, finde ich gut. So, du magst mich, glaube ich, nicht. Ja, du magst nämlich die anderen drei Typen dort auch nicht. Wieso trotzdem eine Delegation? Dazu kann ich nicht Ja sagen. Na dann nicht. So, aus einem unbekannten Grund oder minus 1. Enthusiastischer Jünger, mag Zivilisationen, die Religionen in den Kongo bringen, mag keine Zivilisation, die eine Region gründen, sie aber nicht in eine kongolesische Stadt bringen. Finde ich interessant. Na gut. Ah ja, stimmt, der Kongo kann, glaube ich, keine eigene Religion gründen oder so irgendwie. Okay. Ja, viel zum Erforschen gibt es nicht mehr jetzt. Dann gehst du mal daher. Daher. Warte mal, vielleicht sollten wir dann mit der Kartografie dann doch aufhören, weil in 12 Runden haben wir dann einen zweiten Hafen. Machen wir es noch ein paar Runden und dann machen wir was Neues. Hätten gern Marmor und Diamanten und würden hier geben Zucker und Tabak. Finde ich das gut? Boah, die haben viele Städte und die haben auch sehr viel Gedichte quasi. Ob ich von dem Bücher kaufen kann? Den an. Vorschlag nehmen wir mal an. Vielleicht vorhin nachschauen sollen. Wir haben Platz für Bücher. Eine große Bibliothek. So, du fährst nach Argos. Und einfach deshalb, weil wir haben keinen Platz mehr. Also nichts mehr gescheit zum Erforschen. Du fährst daher und wartest darauf, dass du dich verbessern kannst.
Du fährst hierher, haben wir gesagt. Bleibst stehen. Kann ja richtig schnell gehen, wenn es sein muss. Platsch. Schon fast da. So, Argos, wir wollen jetzt, wenn geht, internationale nach Washington. Der ist schön. Den machen wir doch glatt. Wenn ich das jetzt mache und er kriegt diese zwei, das wäre nicht gut. Nö, 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 nö. Du gehst einmal daher. Machen wir das als erstes. Ich glaube zwar eh nicht, dass das dazu führt, dass die Produktion gesteigert wird, aber das können wir dann ausprobieren. Nachher. So, Kartografie dürfen wir nächste Runde nicht vergessen, dass wir abdrehen. Die drei großen Elemente der modernen Zivilisation. Schießpulver, Buchdruck und die protestantische Religion. Okay. Ich überlege gerade, ob wir die Monarchie durch Theokratie ersetzen. Wir hätten einen Vorteil, wir haben ein wirtschaftliches Mehr. 15% Rabatt auf Glaubenskäufe. Kauft Bodenkampfeinheiten mit Glauben. Alle Einheiten. Plus 5 Stärke im theologischen Kampf. Wir bleiben da. Ah, warte mal. Regierung wechseln wir aber schon. Das kommt raus und das kommt rein. Das ist jetzt perfekt. Dann hauen wir den raus. Und stattdessen, wir schauen jetzt einfach, ob wir diese Schriftstücke kaufen können. Gehen wir den Händler rein, weil irgendjemand will, dass wir einen Händler bauen. So, dann schauen wir uns mal unsere Persönlichkeiten an. Händler. Haben wir jetzt 4. Pro Runde, vorher hatten wir glaube ich nur 2. 4,6 und 2. Na gut. Sonst Tickenland überholen wir jetzt wahrscheinlich damit. Dann würde ich ganz gern wissen. Ah, Mist. Doof. Großer Schriftsteller. Haben wir 6 Punkte. Und 6,1. Na, schau das an. Ist noch immer relativ schnell. Da haben wir 2. Und da haben wir auch 2.
Da haben wir 3 Punkte. Finde ich gut. Da haben wir einen, da haben wir einen. Da haben wir 0. Okay. Soll sein. So, wir haben gesagt, das da werden wir ändern. Nicht mehr Kartografie machen, sondern machen wir Bankwesen vielleicht. Bankwesen klingt gut. Klingt sogar ausgezeichnet. Neuen Handelsposten, gut. Kandy will, dass wir noch einen Campus bauen und Toronto will, dass wir eine Karawelle ausbilden. Okay, beides ist machbar. So. Bleibt stehen. So, na, zudem schicken wir es nicht. Kani Karthago. Charleston, Washington. Nein, nicht zu eigenen Städten, haben wir gesagt. Oh, geht nur nach Charleston oder Washington. Versuchen wir es mit Charleston oder auch nach Washington. Das erhöht unseren religiösen Druck auf Washington. Und es bringt einen Haufen Zeug. Finde ich gut. Finde ich gut. Nein, der macht jetzt dabei noch nichts. Der kümmert sich um diese Kuh. Ah, warte mal. Genau, das schauen wir jetzt mal. Wenn ich das da abtrage. Wird das da abgetragen? Eigentlich sollte ich da abspeichern, um das auszuprobieren. Na gut, wenn ich das jetzt so mache, schauen wir mal, ob sich das verändert hier. Nein, tut's nicht. Wo habe ich dann hier noch den Dschungel? Ja, ich habe noch Regenwald. Ah, okay. Das heißt, ich hole sie hier nicht ab, sondern ich baue einfach nur über den Regenwald drüber. Für Dings müssen wir das also wegtun, aber für sowas wie Gewürze abbauen nicht. Okay. So, dann machen wir noch das schnell. Der diplomatische Dienst ruft. Und dann, meine Herrschaften, wünsche ich euch für heute wieder eine schöne Nacht oder einen schönen Tag. Schlaf gut und träumt was Schönes. Bis dann.